Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phantasmagoria Teil 1. Wir sind zurück in diesem kleinen Hafenstädtchen und kriegen jede Menge Informationen, weil jetzt Montag ist, von den beiden Geschäften. Waren eben in den Gemischtwarenladen, haben uns hier ein bisschen Abflussreiniger besorgt und einen Knochen, den wir gleich bei dem Hund anwenden werden, der vor dem kleinen Städtchen noch ist. Und sind jetzt im Antiquitätenladen, haben da hinten ein Kruzifix gesehen, was er $2000 für haben will. Was sehr selten ist, und zwar genau aus der Zeitepoche, wo das alles passiert ist, vor 100 Jahren. Und wir werden jetzt mal noch mehr Informationen von dieser Antiquitätenhändlerin reinholen. Ma'am? Ja, hallo. Mein Name ist Adrienne Delaney und ich bin gerade aus Boston hierher gezogen. Könnten Sie mir vielleicht sagen? Sagten Sie, dass Sie Adrienne Delaney heißen? Sind Sie die Romanautorin? Das ist richtig. Warum fragen Sie? Oh, ich habe Ihr Buch Blue Moon Rising einfach geliebt. Ich konnte es eine Woche nicht aus der Hand legen. Kann ich Ihr Autogramm haben? Ja, klar. Hier, bitte. Oh, vielen Dank. Worum geht es Ihrem nächsten Buch? Lassen Sie sich doch überraschen. Oh, schade. Ich habe befürchtet, Sie würden das sagen. So, wie kann ich Ihnen helfen, Adrienne? Ich habe mich gefragt, ob Sie wohl etwas über diese Gegend wissen. Hören Sie, ich weiß alles, was hier passiert. Zum Beispiel weiß ich, dass Sie diejenige sind, die den alten Kornwaschbesitz gekauft haben. Wann immer Sie Fragen haben, ich bin die Richtige. Klasse, das werde ich tun. Danke, Luann. Die meisten Leute nennen mich Lou. Oh, danke, Lou. Kein Problem. Ja, dann fragen wir doch direkt weiter. Ich habe eine Frage. Was wissen Sie über einen sehr alten Mann namens Malcolm? Malcolm Wormshadow? Na so was. Ein merkwürdiger alter Mann. Ich habe ihn Monate nicht gesehen. Obwohl Ethel manchmal in die Stadt kommt, um einzukaufen. Wer ist Ethel? Oh, das ist Malcolms Pflegerin. Sie ist auch seine Haushälterin, Freundin und so weiter. Er ist schon sehr alt. Wissen Sie, fast 110. 110? Ist das möglich? Ich sagte doch, er ist merkwürdig. Er ist fast so, als wäre er unsterblich oder so. Die meisten Leute in der Stadt meiden ihn. Sie nennen ihn einen Hexer. Aber ich glaube nicht an das Geschwätz. Ich würde gern mal mit Malcolm sprechen. Er lebte damals als Kind in meinem Haus, oder? Bei Kano? Das ist wahr, so war es. Aber ich bezweifle, dass Sie mit ihm sprechen können. Er lebt wie ein Einsiedler, sehr zurückgezogen. Ich würde es gern versuchen. Ich habe eine Menge Fragen. Kein Wunder, dass Sie ein guter Autor sind. Sie haben eine Menge natürlicher Neugier. Also, um ihn zu finden, er lebt etwa eine Meile von der Stadt. Sie müssten einen Feldweg entlang und auf der anderen Seite der Brücke. Danke, vielen Dank. Klar. Da werden wir uns auch gleich hinbewegen, aber erstmal weiter Ich habe eine durchquatschen. Frage. Oh, hallo, wie kann ich helfen? Tut mir leid, Sie nochmal zu stören, aber ich bin neugierig wegen des Kanowaschbesitzes. Was können Sie mir darüber sagen? Nun, das ist ein interessanter Ort. Wie gefällt es Ihnen dort? Ich weiß noch nicht. Man muss sich wohl erst daran gewöhnen. Nein, ich beneide Sie nicht. Warum sagen Sie das? Die Leute verhalten sich komisch, wenn ich sage, dass ich den Besitz gekauft habe. Kein Wunder, man sagt, dass es dort spukt. Glauben Sie an Geister? Natürlich nicht. Warum? Man sagt, der Geist von Kano spukt dort, dass es nicht sicher ist, dort zu leben. Na, ist jemand verletzt worden? Oder Gott bewahre, zu Tode gekommen? Also ich habe von keinen Todesfällen gehört, aber von vielen Unfällen. Über die Jahre hat die Familie versucht, Sachen in Ordnung bringen zu lassen. Den Handwerkern ist dann irgendwas Bizarres passiert. Ein Mann hackte sich den Arm ab, ein anderer fiel eine Freitreppe hinunter und brach sich den Hals. Er war sein Leben lang gelähmt. Gott, das ist furchtbar. Aber die Männer haben wohl einfach nicht aufgepasst.
könnte sein. Selbst wenn, Sie sind vorsichtig, in Ordnung? Ja, sicher. Vielen Dank. Sicher. Entschuldigung? Ja? Ich habe da mal eine Frage. Okay, schießen Sie los. Ich bin sehr neugierig. War der Kanowaschbesitz überhaupt bewohnt, seit Kano gestorben ist? Da bin ich mir nicht so sicher. Die Templeton-Familie hat ihn ungefähr 10 Jahre nach Kanos Tod gekauft. Das muss so 1910 gewesen sein. Man wollte ein Museum daraus machen, Stromkabel wurden gelegt. Aber wegen einer Serie von bizarren Unfällen und Zwischenfällen kam es nie dazu. Aber hat vor uns in diesem Haus jemand gelebt? Nein, ich glaube nicht. Keiner der Templetons hat jemals ein Interesse daran gezeigt, dort zu wohnen. Vielleicht hat sie der schlechte Ruf gestört. Egal, es schien einfach da zu warten, weitergegeben von Vater an Sohn an Enkel. Das war sehr interessant. Kein Problem. Ja, die hat massig Informationen für mich. Lou? Hallo. Wenn sie sie doch alle auf einmal erzählen. Ich wüsste gern mehr über Kano. War er nicht ein weltberühmter Illusionist? War er? Kano war in den 80ern und 90ern auf der Höhe seines Ruhms. Ich glaube, er bereiste die ganze Welt und suchte immer neue extravagante Vorführungen. Heute wären wir wahrscheinlich nicht beeindruckt, aber damals waren die Leute das. Nach allem, was ich gehört habe, tendierte seine Magie allerdings eher zur dunklen Seite. Ja, ich hatte den Eindruck. Aber wissen Sie, wer er war als Mann? Wie ich die Sache sehe, war er sehr verschlossen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Kano wirklich kannte. Da stellt sich eine gute Frage. Wie viele Ehefrauen hatte er nun genau? Mal überlegen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich denke, er war 5-mal verheiratet. Immer Damen aus dem Theater. Bestimmt haben einige in seiner Aufführung mitgespielt. Warum so viele? Was ist denn ihnen passiert? Gott, warum ist auf einmal der Ton so leise? Lieber Himmel, Sie sind ja voller Fragen. Mal sehen. Mir scheint, dass 2 oder 3 von Ihnen gestorben sind. Bei den anderen, da bin ich mir nicht so sicher. Eine Sache im Zusammenhang mit Kano ist niemals bewiesen worden. Es gibt das Gerücht, er hat die schwarzen Künste praktiziert. Das ist interessant. Ja, nicht wahr? Na, danke für Ihre Zeit. Gern geschehen. Sehr seltsam, dass manchmal mitten in den Videosequenzen auf einmal der Ton total leise wird und dann wieder laut. Strange. Entschuldigen Sie, Lou? Oh, hallo. Tut mir leid, dass ich Sie wieder stören muss, aber wissen Sie, ob Kano Kinder hatte? Ja, er hatte ein kleines Mädchen, glaube ich. Irgendwas ist dir passiert, aber ich kann mich nicht erinnern, was. Nicht so schlimm. Es war nicht so wichtig. Alles klar. Schönen Tag noch. War das jetzt das Letzte? Entschuldigung, Lou? Oh, hallo, Adrian. Was kann ich für Sie tun? Also, ich habe über Kano nachgedacht. Immer noch nicht. Wissen Sie, wie er starb? Ich kenne keine Einzelheiten, aber eines Nachts hatten Kano und seine Frau Marie einen furchtbaren Streit und dann waren beide tot. Die Polizei fand sie am nächsten Morgen. Das war etwa in den späten 1890ern. Und wo ist Kano jetzt? Ich glaube, er ist irgendwo auf ihrem Grundstück begraben, zusammen mit Marie. Da kriegt man ja Angst. Oh, er kann Ihnen jetzt nichts mehr tun, außer natürlich, Sie glauben an Geister. Das tue ich nicht. Kano ist begraben und tot. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Oh, tut mir leid. Danke für Ihre Hilfe, Lou. Nicht der Rede wert. Dafür war es mal eine ganz schöne Abwehrhaltung. Vielleicht glaubt sie ja doch dran, besonders nach dem Horror.
ein Albtraum, dann das mit den Händen. Hi Adrian, was kann ich für Sie tun? Oh, nichts, ich schaue mich nur um. Ah. Okay, sagen Sie mir, wenn Sie was brauchen. Sie schaut sich nur um. Das ist der Hinweis darauf, jetzt können wir nichts mehr hier erfahren. Dann verlassen wir den Laden. Die hat uns 10 Minuten zugequasselt, aber viele Informationen bekommen. Und alle tun uns warnen, der Gemischtwarenhändler auch. Ja, wir könnten eigentlich nochmal zu dem Tompkins da reingehen, zu dem Makler. Aber erstmal machen wir das hier. Hier hast du ein schönes Leckerli. Guter Hund. Guter Hund. Da hat er sich gefreut. Anybody home? Ja, was wollen Sie? Boah. Ma'am, ich habe gerade den Karnevalsbesitz gekauft. Und ich hörte, der Mann, der hier lebt, Malcolm heißt er, lebte dort als Junge. Und? Also, ich wüsste gern, ob ich vielleicht mit Malcolm sprechen könnte, was er dort erlebt hat. Ich habe viele Fragen, die ich ihm stellen möchte. Nein, Mr. Wimshadow ist ein sehr alter Mann. Ich sehe keinen Grund, Sie hineinzulassen und ihn mit unangenehmen Erinnerungen zu stören. Aber... Ich sagte nein. Bam. Okidoki. Also, die will das nicht. Aber wenn der wirklich so alt ist, wäre das vielleicht auch besser. Wer weiß, was da für Erinnerungen wieder hochkommen. Ja, wir könnten ja zurückfahren, aber ich will mal gerade schauen, ob wir hier bei dem noch was machen können, bei dem blöden Makler. Sehr wahrscheinlich flirtet der nur wieder direkt mit mir. Hallo. Duzi, duzi, du. Ein bisschen hier. Gott, der Schleim. Mit der Nase. Mach mir die Blase hoch. Ich liebe, wenn du mir die Blase machst. Entschuldigung. Sie schon wieder. Sehen Sie nicht, dass ich einen Kunden hier habe? Das sehe ich. Ich weiß selbst nicht, was ich hier will. Was soll ich schon von Ihnen brauchen? Gut. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Bei deinem Hintern. Und diese Beine. Ich liebe sie. Mach mir die Blase. Mach mir die Blase. Widerling. Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und das wird jetzt der nächste Standardspruch von mir. Mach mir die Blase. Oha, die Scheune ist auf. Da gehen wir doch mal rein. Die Mucke sagt nichts Gutes aus. Hallo? Hallihallöchen. Ist da jemand?
Was war das? Da geht's raus. Da geht's noch irgendwo hin. Da können wir rein. Nee, da oben bewegt sich irgendwas. Okay, wir haben zwei Stellen da. Gehen wir am besten erstmal da oben gucken. Ja, die Leiter ist da oben. Kommen wir nicht hoch. Was auch immer da oben am Rascheln ist. Gehen wir hier unten rein. Hallo? Also man sieht, da oben bewegt sich ja irgendwas. Bevor wir das aber weiter erkunden, machen wir hier mal wieder einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Joe.